Nichtsdestotrotz, sendet er Ihnen die besten Grüße und lässt Ihnen ausrichten, dass wir gerne die Türe einem Habsburger öffnen werden. N'est-ce pas, Bruno? Genau. Oh, ein kleiner Scherz am Rande. Oder, François? Exactement. Gauer meinte, ein Habsburger kommt selten allein. Und gib an ihm das kleine Finger, er übernimmt gleich die ganze Reich. Ist pas Bruno? Ja, genau! Seien Sie versichert, dass wir Ihre Frau und Ihre Juwelen beschützen werden, als seien Sie unsere eigenen. Oder, François? Exactement. Jawohl. Nicht. Ich bin mit einem Royalisten verheiratet. Oh. Ihr muss sie mit dafür noch schämen, nicht? Emma Rundstolpe. Gefällt's dir? Das macht mich wahnsinnig. Oh, mein Kaiserlein. Wie die Kaiser, wenn jemand kommt, bist du wahnsinnig. Ach, Karlchen. Die hauen mich raus. Es war Krieg, Herr Kaiser. Und wir haben ihn nicht angefangen. Unverschämt! Kommen Sie! Mein Pferd! Meine Armee! Meine Waffen! Karl! Die einzige Waffe, die du noch hast, bin ich! Karl, ich weiß nicht, was es soll, aber ich fühle mich so beobachtet. Wir brauchen jetzt keine Turbolet, wir brauchen den Elektriker. Eben, und bis wir wieder Strom haben, spielen der Max und ich ein kurzes Intermezzo. Kaiserin Zita Johann drüben da. Ah, du hast doch selber gesagt, gerade das macht das Theater so lebendig. Das Unberechenbare, das Spontane. Du denkst doch nicht im Ernst, dass ich den Kaiser wecke, damit er sich mit einem Jüngling über Kräuter unterhält. Ich werde den Kaiser heute sprechen. Und wenn ich ihn selbst wecken muss. Und so sah ich aus meinem Verstecke das Entsetzlichste, was ich ja wiedergeben will. Willst du etwa hier auf meinem Schloss wohnen? Mein Schloss ist kein Armenhaus! Ah, Schloss Wartek, also nur für die reichen Leute. Ah! Sag mal, es wäre halt so schön, du wärst oben. Ciao. Ja. Oh, Schande. Müssen wir gehen basteln? Ah, bitte.